Ja, jetzt geht's für die oder dieser Teil Programmierumgebung. Ist vielleicht was für die Informatiker unter euch. Es muss nicht sein, man kann natürlich auch Kunst machen, aber hier geht es dabei. Markdown bietet ja diese Code-Block-Notation, das heißt drei Backticks. Dahinter wird die Sprache, die jeweilige Programmiersprache, die er nutzt, dargestellt und dann einfach nur die, ja, und das Ganze umgeschlossen mit jeweils drei Backticks. Das war's. Und ihr habt so einen Block, Code-Block, ein Code-Element, das jeweils in der entsprechenden Sprache, hier wäre es JavaScript, wie sagt man, gehighlightet wird. Das heißt, so, das ist ein bisschen schöner oder besser fürs Auge zu lesen. Und hier war immer die Idee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel JavaScript-Code zeige, den könnt ihr hier auch tatsächlich direkt ausführen. Also worum ist, ja, wo liegt eigentlich das Problem? Und hier bietet JavaScript zum Beispiel die Möglichkeit, ihr könnt ein zusätzliches Skript Tag anhängen. Und das kommt euer JavaScript-Code, der praktisch dann dafür sorgt, dass das ausgeführt werden oder wie das auszuführen ist. Das heißt, im einfachsten Fall, weil wir hier schon JavaScript haben, das heißt, wir müssen bloß, das ist eine einfache Textersetzung, Input auswählen. Das heißt, wenn das Ding ausgeführt wird, oder zeige ich euch gleich, am besten gleich, dann wird das, was im Editor steht, hier im Skriptcode oder in diesem Skript-Tag direkt ausgeführt. Punkt, mehr ist es nicht. Das heißt, Syntax-Highlighting, aha, jetzt kommt ein Alert, das Ergebnis ist undefined. Wir können das aber auch, die letzte Ausgabe ist dann praktisch immer das, was zurückgegeben wird. Zum Beispiel nur, um es zu demonstrieren. Wenn ich das jetzt ausführe, ach so, es ist not defined, die Variable brauchen wir zum Beispiel. Bekomme ich Hallo Welt ausgegeben und das Ergebnis wäre dann praktisch ja die letzte Ausgabe. Und hier kann ich beliebig vielen JavaScript, C++ oder sowas, HTML-Code tatsächlich auch einfügen. Habe mein eigenes lokales Versionsmanagementsystem und könnte theoretisch zu jeder Version wieder zurückgehen und hier meinen Schabernack treiben. Das heißt, diese Version wird dann tatsächlich auch als Version Nummer 3 wieder hinten dran gehängt. Also nichts geht verloren. Wenn ich möchte, kann ich dem Ganzen natürlich noch einen Namen geben. Test.js. Und habe hier so eine Art zusätzlichen kleinen, ja, Editor auch so, den ich schließen kann. Oder den ich auch, wenn ich mehr als 16 Zeilen, glaube ich, habe, auch auf Vollscreen oder ja, auf volle Höhe skalieren kann. Das ist natürlich vorteilhaft, weil ihr habt die Möglichkeit, ich mache mal ein anderes Beispiel, Lia Code Block. Nicht. Project. Hier ist schon ein komplexeres Beispiel. Das heißt, wir haben hier zwei Dateien. Das sind zwei Codeblöcke direkt aneinander geklebt. Den jeweiligen Dateinamen, eval script js, data json. Das heißt, hier ist das JSON wird gerendert. Hier oben der JavaScript-Code. Und das ist der Code in diesem Script-Tag, der die beiden Sachen zusammenführt. Das heißt, wir speichern bloß die Ausgabe von, oder was gerade in Input 1 steht. Das heißt, wir fangen von oben an zu zählen. Input 1 wäre dieses Element, oder, nee, Quatsch, Input 1 ist hier. Informatiker zählen immer von 0 an. Und Input 0 wäre dieser Spaß. Das heißt, hier Data, die Variable wird erst hier initialisiert und gesetzt. Das heißt, und hier nutzen wir bloß diese evaluiere den String. Das heißt, der Input wird, ja, im String evaluiert. Das heißt, und wir können so dem Ganzen auch interagieren. False jede Datei ändern und so zu jeder beliebigen Version zurückkehren. Das heißt, hier, wenn das vielleicht langweilig ist, wir möchten nicht nur Lia Script
Quatsch, LiaScript, JavaScript nehmen, dann gibt es schon ein paar Templates unter liascript.github.io. Also darauf komme ich später noch zu sprechen. Open Source. Hier, see a list of Templates. Und das sind schon kleine JavaScript-Bibliotheken, die ihr einfach einbauen könnt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Programmierung nehmen möchten, dann gibt es dieses Rex-Tester-Modul. Das ist ein selbstbeschreibender Kurs. Und wir müssen einfach nur um die Funktionalität, die hier bereitgestellt wird, das heißt, ich möchte tatsächlich hier in verschiedenen Programmiersprachen programmieren, muss ich dieses Import einfach nur übernehmen in den Header. Meines Kurses, das bedeutet nichts anderes, zeige ich später noch. Das heißt, die Funktionen und Makros, die hier definiert sind, möchte ich gerne in meinem Kurs nutzen. Theoretisch wären sie jetzt schon da. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen C-Code ausführbar machen möchte, hier ist es der Fall, dann kann ich immer in der Originaldatei nachgucken. C-Code. Erklärung für ADA. Kopieren. Das wäre nichts anderes als was wir gerade hatten, bloß dass hier kein JavaScript-Code steht, sondern C-Code. Ups. Und ich den gerne hier noch zusätzlich nutzen wollen würde. Das Einzige, was hier. Also man muss sich dann die Beschreibung natürlich angucken, aber ihr bindet Rex-Tester ein, das Modul. Das heißt, ihr habt zusätzliche Makros zur Verfügung. Das heißt Rex-Tester.c und das macht nichts anderes als eine Textsubstitution. Substitution. True ist dann, glaube ich, für Debug-Informationen. Also das kann man sich dann noch durchlesen. Das heißt, das, was hier im Script-Tag gespeichert wird, wird dadurch, dass ihr das einfach importiert über das interne Makrosystem, auch gleich geschrieben. Also ihr müsst euch dann nicht für irgendwelche komplizierteren Sachen interessieren, sondern sucht nach der Bibliothek oder schreibt uns, was ihr für Funktionalität gerne hättet. Und wir versuchen das dann zu integrieren. Warum funktioniert das nicht? Geändert haben. Keine Ahnung, was da jetzt schief lief. So ist mit dem anderen. Aber theoretisch entweder ihr verändert hier eure Version. Die ist dann die initiale Version für euren Code. Aha. Oder ich kann das Ganze natürlich auch hier machen. Plus, wenn irgendwelche Fehler oder sowas schon enthalten sind, dann werden die dann auch entsprechend dargestellt. Zeile 6 und sowas, Expected Token. Soweit zur Ausführung von Programmiersprachen oder Umgebung mithilfe von LiaScript.